Hallihallo und willkommen zurück zum Lambda-Kalkül. Ja, was ich euch in diesem Video zeigen möchte, ist relativ kurz, an für sich zumindest, nämlich was eine allgemeine Herleitung angeht. Also wenn wir überhaupt nicht uns festlegen wollen, auf was für ein Typ, dann geht es relativ einfach eigentlich. Und zwar sagen wir hier, okay, wir haben statt einem Boolean, also der Integer hier, den können wir uns ja quasi denken. Wir sagen hier einfach, nein, aber das ist ein Beta, das ist schon mal ein Anfang. Okay, wir sagen hier, statt Boolean haben wir einfach nur ein Beta gegeben, also irgendein Typ, wie wir hier oben schon das Alpha definiert haben. Das ist einfach ein variabler Typ. Wir wissen also nicht, was für ein Typ wir rausbekommen, wenn wir die Funktion anwenden. Wir wissen allerdings, dass die Null ein Integer ist und reingesteckt wird. Das heißt, wir haben diese Zeile hier unten sowieso immer vorgegeben, wenn wir es beweisen wollen. Aber wir haben jetzt halt mal nicht den Ausgabetypen fertig. So. Es ändert sich nicht viel bei der Abstraktion, auch nicht. Wir fügen unserem Typkontext natürlich wie immer bei der Abstraktionsregel die Lambda-gebundene Variable hinzu. Also sagen wir hier, x fügen wir hinzu und x ist ab sofort nicht mehr von, also es ist immer noch der linke Teil von der Funktion hier unten. Aber der linke Teil hat jetzt kein Bool mehr, sondern ist ein Beta. Und der rechte Teil ist dann logischerweise, also x auf 0 angewandt, ist der Teil hier immer, 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 immer. Und deswegen ist es auch einfach nur ein Beta. So, und es ändert sich auch hier oben nicht mehr viel. Das Alpha fügen wir so oder so jedes Mal hinzu. Also hier müssen wir natürlich noch was ändern. Jetzt wissen wir ja nicht mehr, dass es ein Boolean ist, was wir rausbekommen. Deswegen müssen wir hier einfach mal einen Allgemeintypen rausbringen. Ja, und wenn wir das dann hier die Applikation anwenden, dann nehmen wir wie immer, also wir vergessen quasi den linken Teil hier und sagen, die Funktion, die wir hier haben, ist von irgendeinem Typ, also nimmt irgendwas und gibt uns das raus, was wir hier erwarten, dass sie uns rausgibt, was in unserem Fall ein Beta ist, was ein riesengroßes Beta ist. Und ja, der Typ, den wir hier reingeben, muss derselbe Typ sein wie den wir hier von der Funktion erwarten. Macht ja auch Sinn, oder? Habe ich euch ja alles schon erklärt. Das heißt, hier ändert sich überhaupt nichts. So, und hier ändert sich dann überhaupt nichts mehr, denn 0 ist immer noch eine Konstante und 0 ist immer noch vom Typ Integer. Das heißt, Alpha, also der Typ von 0, muss immer noch vom Typ Integer sein. Das ist das, was hier steht. So, hier steht der Typkontext, schauen wir einfach mal nach und wir kriegen hier raus für x. Naja, x ist vom Typ Integer nach Beta und nicht mehr nach Boolean. Das bedeutet aber immer noch, Alpha ist vom Typ Integer. Und für Beta haben wir hier keine weiteren Voraussetzungen. Das heißt, Beta ist einfach Beta. Und was das jetzt tatsächlich bedeutet, ist ziemlich spannend. Denn wir können hier in eine Funktion Lambda x.x, also x kann irgendwas sein, können auch beliebige andere Funktionen sein, und da schmeißen wir die 0 rein. So, das bedeutet, das Einzige, was gelten muss, ist, wir müssen ein Integer reinschmeißen. Das muss immer gelten. Also hier darf eine 0 rein, hier darf eine 50 rein oder eine 42. Aber es muss ein Integer sein. Es darf kein Float sein, es darf kein Boolean sein, nichts. Aber was wir rausbekommen, das darf alles sein. Also wir können hier tatsächlich mehrere Sachen rausbekommen. Wir können Boolean rauskriegen, wie wir es schon bewiesen haben. Wir können aber auch ein Integer rauskriegen. Wir können auch ganz, ganz viele andere Sachen rauskriegen, einfach alles, was wir wollen. Allerdings muss man da immer aufpassen, dass das Ganze auch tatsächlich dann typisierbar ist, heißt es. Also der Typ, der rauskommt, muss derselbe sein. Sagen wir mal, hier haben wir Lambda x und true angewendet. Also das hier ist die Funktion. Ich klammer es mal, damit es deutlicher wird. So, und hier drauf wenden wir die 0 an. Dann haben wir Schwierigkeiten. Denn ich scroll mal ein bisschen hoch, den Typkontext brauchen wir ja gerade nicht. Wenn wir jetzt hier die 0 anwenden, dann steht hier 0 und true. Achtung, im Lambda-Kalkül ist 0 tatsächlich vom Typ Integer und nicht von wie in C auch möglich, dass es ein Boolean sein kann. So, und jetzt haben wir hier das Problem, wir wollen ein Integer und true machen. Jetzt haben wir hier
ein Problem, und zwar ist das Ganze nicht typisierbar, wenn wir hier die 0 drauf anwenden. Das heißt, dass das, was wir hier als Integer deklariert haben, was hier reinkommen muss und das, was wir rauskriegen, das kann definitiv kein Integer sein. Das heißt, hier kann man dann einen allgemeinen Typen einführen und dann kann man sich den Typen herleiten, den diese Funktion haben muss. Und das ist jetzt das, was wir in den nächsten Videos machen wollen. Das war jetzt quasi, was wir bisher gemacht haben. Ich mache nochmal das bisherige rein, sodass es wieder korrekt wird. Das, was wir bisher gemacht haben, die Klammer brauchen wir auch nicht. Das, was wir bisher gemacht haben, war beweisen, dass das, was wir hier gegeben bekommen, von diesem Typen hier ist oder sein kann. Und das haben wir eben mit diesen ganzen Regeln gemacht. Die Regeln bleiben übrigens dieselben. Und wenn wir jetzt hier den nächsten Schritt gehen wollen, dann haben wir eben diesen Typen hier nicht gegeben und wollen den rausfinden. Ja, in dem Fall würde ich mal sagen, bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.